etwas windig heute, aber egal. Heute tun wir Topfen. Und zwar lecker Bacon, Hack und Kohl. Geh mal rein. Da habe ich schon alles vorbereitet. Füll mal einen Topf auf. Dann kommen wir auch schon zu unserer kleinen Übersicht. 500 Gramm Hack, eine Zwiebel, ein Spitzkohl, jede Menge Bacon, gewürfelt und in Scheiben. Da habe ich leider nur ein Gemüse vor noch gekriegt. Und zum Würzen nehme ich heute die Ultimativ Bacon Bomb, wieder mal von Roy Spice. Naja, ich hab's da, ich will's mal ausprobieren. Warum auch nicht? Dann würde ich mal sagen, schneide ich die Zwiebel klein, schmeiß ins Hackfleisch rein und dann tun wir's schnell würzen, ja, und abschmecken. Ach, wisst ihr was? Ich tue noch einen kleinen Sputz Ketchup mit rein. Dann nehmen wir unser Gewürz. Da könnt ihr natürlich auch jedes andere nehmen oder selber würzen. Das sollte wirklich wieder jedem selber überlassen sein. Das sollte ausreichen. Frei nach Gefühl, frei Schnauze. Vermischen. Und dann ist mir gerade eben noch eingefallen, was ich noch vergessen habe. Ich wollte noch etwas Kümmel, kein Kreuzkümmel, richtigen Kümmel mahlen. Das mache ich gleich noch im Mörser. Das Hack ist gemischt, holen wir unseren Kümmel. Kümmel habe ich nur ganzen da. Wir wollen ihn aber gemahlen. Und darum mörse ich den halt jetzt noch klein. So, für meine Bedürfnisse reicht das so. Dann schnappen wir uns unseren Kohl und fangen an, den zum Zerlegen. Wir hätten jetzt noch in heißem Wasser blanchieren können. Das spare ich mir. Schneiden wir gleich mal den Strunk daraus. Und nachdem wir den Kohl ganz unfachmännisch zerlegt haben, in seine Bestandteile, können wir uns eigentlich dann schon den Topf schnappen. So, jetzt brauche ich Platz hier. Na, komm rüber, du Feigling. Fast noch runtergeschmissen. Den werden wir erstmal schön mit Bacon auslegen. Nachdem unser Bacon Shield fertig ist, können wir anfangen, den ersten Kohl unten reinzuschmeißen. Da nehme ich jetzt einmal das Kleinzeug. Dann noch etwas Blätter. Dann eine Schicht Hackfleisch. Ich jetzt so ungefähr die Hälfte. Ja. Mit Bacon wird alles besser. Jetzt habe ich unten noch meinen Kümmel vergessen. Egal. Der wird schon durchziehen. Da etwas Kümmel ist mit drüber. Nochmal ein Backerl Bacon und da schmeißen wir jetzt unser restliches Hackfleisch drauf. Dann den restlichen Kohl verteilen. Etwas noch von der kümmeligen Geschichte drüber und dann können wir ihn auch schon zupacken. Und wer jetzt kein Kohl mag, den empfehle ich eins meiner ersten Videos.
das Bacon, Hack und Ei. War auch extrem lecker. Und ganz zum Schluss tun wir jetzt noch unseren Fond hinzu. Deckel drauf. Und dann gehen wir hinaus, beziehungsweise ich gehe jetzt vor und tue erstmal noch die Kohlen anfeuern. Und wenn die soweit sind, sehen wir uns wieder. Befeuert wird das Ganze heute mit Coco Eggs von Mac Briquette. Und da ich ja letztens Opfer einer Topfentführung geworden bin, ja, fehlt mir immer noch mein Untergestell. Aber ich hoffe, das wird auch bald wieder kommen. Unten schmeißen wir mal 5 Kohlen rein. Und oben müssen es dann noch 7 sein. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Hey, ich kann zählen, bin ich gut. So. Ich denke mal, das sollte auf alle Fälle ausreichen, wenn es nicht schon zu viel ist an Kohlen. Na, bleibst du drauf, du Feigling? Jo, und zwecks dem extremen Wind stellen wir uns noch ein Blechel davor. Bisschen als Windschutz und dann sollte das Ganze in circa 2,5 Stunden fertig sein. Uhrenvergleich, ja, kurz vor 2:30. 2:30, 3:30, 4:30, 5:00. Ja, 4:30, 5:00 soll es fertig sein. Wir werden aber wahrscheinlich zwischendrin nach einer Stunde oder so mal nachgucken, wie es aussieht. Ja, bis nachher hätte ich jetzt gesagt. So, meine Lieben. Duften und brodeln tut's schon mal. Dann hätte ich gesagt, gucken wir doch einfach mal schnell rein, wie es überhaupt ausschaut. Na, falsch rum. Oh ja, leicht zusammengeschrumpelt. Und das ganze Ding schwimmt in der Brühe. Geil. Geil, geil, geil. Habt ihr das überhaupt gesehen? Dann lassen wir es auf alle Fälle noch eine Stunde da drin rumschwimmen. Und dann werden wir es mal probieren. Kohlen halten noch. Die sollten noch die nächste Stunde durchhalten. Auch gut, bis nachher. Exakte 2 Stunden später, ich denke mal, das Essen sollte fertig sein. Die Kohlen haben ja gut durchgehalten. Oh, sieht das geil aus. Ja, dann würde ich sagen, mache ich den Topf oben schnell sauber von der Asche und dann gehen wir rein und da sehen wir uns gleich wieder. Ja, dann kann ich mir mal überlegen, wie wir das Ding am besten anschneiden und essen. Ja, Schatz der Retter in der Not. Ich kann die Cam derweil halten. Zum Rausfischen. Ja.
Also. Ja, geht doch. Geht doch. Also du hättest mir das ganze Stück drauflegen können auf den Teller. Verfressen. Ja, total verfressen. Ich hab Hunger. Ja, und so sieht das komplett aus. Dann würde ich mal sagen, sehen wir uns ja, nach dem Essen wieder. Weil das jetzt vor der Cam probieren, naja, wird nicht so lecker aussehen. Bis nachher gleich. Ja, Freunde, dann kommen wir noch zum Fazit. Kohl ist vielleicht nicht jedermanns Sache, aber mir persönlich schmeckt es hervorragend und ich fand diese Version absolut klasse. Ich habe mich so dermaßen überfressen. Ich muss jetzt noch da drüben die Reste aufräumen. Das ist nichts Neues, dass du dich überfrischst. Ja, wenn es lecker ist, schon. Nun, dann tät ich sagen, sehen wir uns das nächste Mal wieder. Und vielleicht ist das ja sogar mal wieder ein Bastelvideo, weil ich habe da was im Kopf. Wir sehen uns. Ciao. Und dann tun wir es schnell. Ich bin so voll gefressen. Ist ja nichts Neues mit dir.